Hallo zusammen, Montagabend beim Online-Skat. Da habe ich mir ja eine richtig schöne Klatsche eingefangen. Haben einige von euch auch kommentiert, das tat sogar beim Zuschauen weh. Und was soll ich sagen, mir ging es natürlich nicht viel besser, vor Publikum so aufs Maul zu kriegen. Das sind dann an sich gleich doppelte Schmerzen. Zum Glück seid ihr ja nicht nur ein besonders treues Publikum, sondern ihr habt auch diese Tröstermentalität. Also einige anteilnehmende Kommentare, die haben mir schon so ein bisschen über den Schmerz weggeholfen. Schauen wir uns zum Beispiel diesen hier mal an von Good Guy. Kommt es bei dir nach solchen Listen eigentlich auch mal vor, dass du mal für eine Zeit keine Lust mehr hast oder auch generell einfach überspielt bist? Hab das gerade selbst, deswegen frage ich. Also, ja klar, gerade wenn so eine Serie vorbei ist, da könntest du in die Tischkante beißen. Du könntest den Rechner direkt aus dem Fenster schmeißen oder wenn du live spielst, einfach die Karten zerreißen. Es macht einfach manchmal auch wütend. Und bei mir ist es allerdings dann so, schon nach kurzer Zeit bin ich dann wieder irgendwo im Lot und denke mir, ja, Daniel, genau das ist das Geile am Skat, dass es solche Emotionen hervorruft und dass es dir wirklich so oft auch wirklich in die Fresse spuckt, tritt oder was auch immer. Das ist genau das, was ich am Skat auch so liebe. So lange wie du im Geschäft bist, wirst du am laufenden Band eben solche bitteren Niederlagen einstecken. Und das ist aber auch genau das, was dann die Erfolge so süß macht, wenn du weißt, mit wie viel Blut, Schweiß und Tränen sie erarbeitet und erkauft sind, dann schmecken die gelegentlichen Erfolge umso besser. Und von daher bin ich relativ schnell dann wieder guter Dinge und mach einfach weiter, weil das Spiel eben trotzdem richtig Bock macht. Ja, und zu dem Thema habe ich dann auch noch eine kleine Geschichte mitgebracht. War bei einem Euroskat Open Turnier im Sauerlandstern vor, ich weiß es nicht genau, lass es 3, 4, 5 Jahre her gewesen sein. Ich war in dem Fall nur der glückliche Beobachter, will ich mal sagen, des Dramas, das sich abspielte. Es war, glaube ich, vierte oder fünfte Serie an einem der vorderen Tische. Das Turnier war bis dahin also für mich und für die anderen Mitspieler an dem Tisch auch ziemlich gut gelaufen und einer der Spieler, der kriegte jetzt hier einen richtigen Einlauf. Die Serie lief komplett die ganze Zeit schon gegen ihn. Er stand also mausetot, ich glaube nach Spiel 47 irgendwie 4 zu 4 oder 4 zu 5, richtig im Minus, also echt bitter. Und dann habe ich das letzte Spiel gegeben. Also ich war in dem Szenario quasi, saß ich hier, war der, der gegeben hat. Da war Vorhand, Mittelhand und Hinterhand, bei dem es so mies lief. Schaut also in folgende Karte, hat das Ding auch bei 18 bekommen, hat noch gut gefunden. Und dann hält er mir direkt so die Karten hin und sagt, oh Daniel, Gott sei Dank, einmal in der Serie habe ich hier ein ordentliches Spiel bekommen. Hat sich also schon im Vorwege bei mir bedankt und die Karte war ja auch wirklich über Zeugen, ne? Zwei Buben mit Kreuzbuben, Ass 10, Ass 10, Ass 10 zu 5 und eine Lusche. Was hat er natürlich gemacht? Herz Ass gedrückt und Karo 9 zum Grang. Sicher eine gute Entscheidung. Wer würde das wohl anders machen? Und dann nahm das Drama, sag ich mal, seinen Lauf. Ich zeige mal hier ganz kurz, was passiert ist und dann können wir uns ja noch mal ein bisschen mit der Analyse beschäftigen. Also, das Spiel läuft ganz harmlos los. Karo Ass kommt auf den Tisch, Ass Lusche ist ein Voller, hat er natürlich gestochen. Logischerweise hat er hier auch eine Schwarzoption im Blatt, 24 Augen jetzt liegen, zieht den Buben. Wenn die Buben kommen, hat er sofort Rest. War an dem Tag ihm allerdings nicht vergönnt, kommt hier mit Herz Buben und einer Lusche auf 28. Okay, hat sich glaube ich noch gar nicht Gedanken gemacht, geht jetzt hier über die Dörfer, was bleibt ihm anderes übrig? Herz 10 zieht er zuerst, läuft durch, 38. Jetzt zieht er die anderen Vollen hin, startet mit Kreuz Ass, meine ich. Kreuz Ass, Lusche, Lusche, 49. Zieht noch das andere Ass, Pik Ass, Lusche, Lusche, genau 60. Und naja, wie ich es jetzt hier schon so angekündigt habe, ahnt ihr ja schon was, dass es jetzt bitter für ihn ausgeht. Er zieht jetzt den nächsten Vollen, ein bisschen arglos vielleicht, und da habe ich jetzt mich hier vertan. Da kam es jetzt natürlich hier zum Einstich, denn der Spieler hatte gar kein Kreuz mehr. Hier wurde logischerweise
bedient mit dem Kreuz König. Und jetzt gab es aber natürlich gar keinen Stich mehr, denn es ist natürlich von hier jetzt nicht Pik hinterhergekommen, sondern logischerweise Karo ging weiter, der Spieler hier kommt ran und seine ganze Batterie ist ihm um die Ohren geflogen. Er hatte 60, er hat es mehrfach nachgezählt, er konnte es gar nicht fassen. Und da mussten wir dann natürlich auch mal ein wenig Trösterqualitäten an den Tag legen. Das war wirklich bitter, da mussten wir versuchen, ihn ein wenig aufzubauen. Aber letztlich sind das die Dramen, die sich beim Skat eben ständig abspielen. So, nun nehme ich die Karte nochmal zurück und dann können wir mal ganz kurz hier ein bisschen in die Analyse gehen, ob das denn hier auch wirklich nötig war. So, da bin ich wieder, hab's jetzt direkt mal mit offenen Karten hingelegt. Ich bin mir natürlich nach den Jahren nicht mal mehr ganz genau sicher, wie hier die Luschen und die Farben standen. Ich weiß nur, das Spiel ist dann genau, wie ich es gezeigt habe, auf 60 ausgegangen. Und ja, wenn wir hier in die Karte gucken, sieht ja eigentlich sogar einigermaßen harmlos aus. Gar nicht so viel los, also sogar gegen Karo 3:3 kann das Ding mit so einem unglücklichen Vortrag verloren werden. Aber lass uns da einfach nochmal reinschauen, was mir so zu den verschiedenen Stichen einfällt. Erstens mal, wenn genau ein Karo gedrückt ist, wie in dem Fall, dann fehlen ja insgesamt 6 Stück und wenn 2 auf den Tisch kommen und du damit quasi erstmal stechen musst oder zumindest es deine Stechfarbe ist, dann bietet es sich häufig mal an, den ersten eben nicht zu stechen, weil es leicht mal möglich ist, dass die Restverteilung dann noch 1:3 ist und der Mann, der dann den Buben hat, hat häufig, gerade wenn keine Reizung ist, ja nicht alle Karos noch in der Hand, aber kann, nachdem er gestochen hat, mit seinem übergebliebenen Karo noch seinen Partner anspielen. Und das verhindert man, diese Übergabe macht man ihm kaputt, wenn man einfach einmal diese erste Stechfarbe laufen lässt. Das ist in dem Szenario jetzt natürlich nicht realistisch. Er hat eine Schwarzoption, er hat hier nichts wirklich gut abzuschmeißen, aber vor allen Dingen ist es eben die Schwarzoption. Deswegen ist hier jetzt das Einstechen sicher realistisch, aber wer lange genug im Geschäft ist, der hat zumindest schon so eine kleine Ahnung von der Gefahr. Erstmal hier stechen und jetzt den Buben ziehen ist natürlich auch völlig in Ordnung, um hier Schneider schwarz zu spielen. Aber auch das ist natürlich ein Zug, der im Siegssinne das Spiel ein bisschen weiter in Richtung Klippe schubst. Denn jetzt stehen hier eben die Buben zusammen. Wupp, der Spieler hat hier 28. Okay, jetzt muss er hier über die Dörfer. Herz 10, jetzt sicher erstmal die korrekte Karte. Kann man auf jeden Fall spielen. Herz 10, Herz Lusche. Von hier flog dann wohl eine Piklusche. 38. Und jetzt wird es aber langsam Zeit, dass so ein bisschen die Alarmglocken anschlagen, also dass die, das Warnsystem so ein bisschen aktiviert wird, denn potenziell ist das Spiel sowieso schon nicht mehr gegen jede Verteilung unverlierbar. Es kann ja sein, dass einer noch den letzten Buben und viermal Karo hat, dann bedient er sowieso nur noch genau zweimal, im Zweifel genau 2 Luschen und dann sind es eben 60, so wie es gelaufen ist. Das ist aber ohne Reizung gar nicht so wahrscheinlich. Die größere Gefahr ist eigentlich, dass genau das passiert, was eben passiert ist. Nach Abzug der beiden Vollen wird jetzt der falsche Volle gespielt und deswegen ist es sicher jetzt korrekt, Herz König zu spielen, um das gleich zu klären. Wobei man sich eben tatsächlich auch gegen eine mögliche Verteilung, wo einer noch den letzten Buben 4 Karo hat und dann vielleicht ein Bild in der Hand, das Spiel damit gerade kaputt macht. Aber wie ich sagte, ohne Reizung ist das sehr unwahrscheinlich. Also die anderen Normalverteilungen sind hier eher anzunehmen. Ja, und es ist sicher auch noch möglich, jetzt einen Vollen, sage ich mal, noch zwischenzuziehen. So, sagen wir mal Kreuz Ass, Lusch, Lusch. Sowas in der Art, aber jetzt bei 49 darf eben auf keinen Fall Pik Ass kommen, beziehungsweise dann ist man wirklich in so einer Zwickmühle. Jetzt sollte hier spätestens nochmal der Herz-König-Zwischenzug kommen, denn man braucht eben noch diesen einen extra Stich und der kann jetzt eigentlich gar nicht so schlecht für einen ausgehen. Selbst wenn der Spieler jetzt eben sticht und dann Karo rüberspielt und hier tatsächlich Karo eben zu dritt steht, also hier noch ein Karo mehr wäre, auf den Herz-König fliegt die erste dunkle Karte, dann kommen danach noch dreimal Karo, dann kann man aber auf den dritten Karo eben die Pik 10 abschmeißen und macht auf jeden Fall mit Kreuz 10 und Pik Ass Rest.
So, mit anderen Worten, man gewinnt dann das Spiel. Und wenn der Herzkönig abgeworfen wird, dann kann man danach das nächste Ass ziehen und sieht ja dann auch an den Abwürfen viel leichter, welche der richtige volle ist, den man dann noch hinterherziehen muss. Also auch dann sollte man gewinnen. Wenn jetzt aber, eben wik der Spieler es jetzt hier gemacht hat, auch noch das Pik Ass gezogen wird, Pik Ass, Lusche, Lusche, dann hat man eben jetzt wirklich ein Problem, denn jetzt der Herzkönig ist sicher immer noch die stärkste Karte bei 60 Liegen, aber da kann es natürlich jetzt schon leicht passieren, dass jetzt hier gestochen wird. Bei Karo 3-1 wird eine Karo Lusche wieder rübergespielt oder Dame, und dann kommen jetzt hier eben noch dreimal Karo, und man muss auf den letzten Karo sich entscheiden, ob man Pik oder Kreuz 10 abschmeißt, und hat eben immerhin noch eine faire Chance, das dann falsch abzuwerfen. Wobei man eben trotzdem noch ein bisschen besser sehen kann, was jetzt hier für eine Lusche wegfliegt oder für ein Bild, und dann sollte man noch die beste Kontrolle haben. Also Herzkönig sicher die stärkste Karte, aber natürlich kann es dir jetzt schon schnell mal passieren, dass du das Ding verlierst, oder eben genauso wie es jetzt passiert ist, jetzt einfach hier weiter über die Dörfer gehen. Es war an den Luschenabwürfen auch gar nicht so ganz klar zu erkennen, da musste man, hätte man sich auch sehr genau reindenken müssen, dass der vielleicht erst aus der Doppellusche abwirft und dann hier aus dem Vierling, dass also jetzt Pik 10 die bessere Karte gewesen wäre. Also das war so ein Spiel, was so wirklich Stich für Stich sah es eigentlich ganz plausibel aus, und trotzdem ist er immer wieder ein kleines Stück näher an die Klippe gerutscht, und am Ende ist er tatsächlich abgestürzt, und das tut dann tatsächlich ja auch beim Zuschauen wirklich ein bisschen weh. Genau die gleiche Erfahrung, die ihr hier eben auch gemacht habt. Ja, manchmal will man dann den Mitspieler auch wirklich nur in den Arm nehmen und sagen, komm, Kopf hoch, Leben geht weiter, es ist nur Skat, es ist nur ein Spiel, aber in dem Fall gehört natürlich auch dazu, spätestens in der nachträglichen Analyse sich einmal die Gedanken zu machen, denn in dem Fall war es eben vermeidbar. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich auch einmal für Unterstützung meines Kanals bei Gerd Schulz für ein Einmalsponsoring und bei einer Auswahl weiterer treuer Patrons. Da haben wir Michael Petrich, Nina Pelkon, Paul Templin, Quix und Roberto Peter oder Peter Roberto, wie es denn auch sei. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei allen anderen Unterstützern und bei allen Zuschauern. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder mit weiteren Videos zum Thema Skat.